in der DDR. Das hieß auf der einen Seite Arbeit für alle, Geborgenheit und Solidarität. Es hieß aber auch Leben in der Mangelwirtschaft mit Selbstversorgung, Schlange stehen und Tauschgeschäften. Frei nach der Devise, gibst du mir, gebe ich dir. Ja, ich kann dir Bananen besorgen, ich kann dir Apfelsinen besorgen. Ja, das ist schön, da kriegst du deine Bohrmaschine. Viele DDR-Bürger entwickelten sich zu wahren Meistern der Improvisation. Kreativität und Einfallsreichtum prägten den Alltag. Wir waren erfinderisch, weil die Not uns erfinderisch machen musste. Eigentlich war es ein Start von lauter Selfmade-Künstlern. Also jeder hat irgendwie versucht aus Scheiße Gold. 2,5 Zimmer Plattenbauwohnung in der Nähe von Halle. 1980 begannen er und seine Frau mit dem Bau des eigenen Hauses. Den Bau hielt der Hobbyfilmer damals mit seiner Schmalfilmkamera fest. Speziell gefilmt habe ich den Hausbau, angefangen von Fundament bis zur fast fertigen Innenausrüstung, wo ich und meine Frau dann die restlichen Innenarbeiten gemacht haben, Malerarbeiten und so weiter, denn wir haben ja alles in Eigenleistung bringen müssen. Elisabeth und Gerd Bedemann hatten das Projekt anfangs unterschätzt. Denn in der DDR mangelte es Anfang der 80er Jahre einfach an allem. Da war es schwierig, immer rechtzeitig an das nötige Baumaterial zu kommen. Ich bin zur Baustoffversorgung gegangen und habe gesagt, ich brauche 30 Sack Zement. Und dann gucken die einen groß an und sagen, naja, nicht schlecht. Aber im Moment haben wir wenig Zement da. Doch die Bedemanns hatten einen entscheidenden Vorteil gegenüber vielen anderen Häuslebauern. Es gab eigentlich nicht einmal eine Phase, wo wir sagen konnten, wir müssen die Handwerker wieder nach Hause schicken. Wir haben nicht das nötige Material. Es war alles da. Denn da, wo heute nur noch eine Ruine steht, befand sich zu DDR-Zeiten ein Champignon-Zuchtbetrieb. Dort arbeitete Gerd Bedemann als Elektriker. Diese Pilze sollten sich als wahrer Segen für den damals 30-Jährigen erweisen, denn Champignons waren in der ganzen Republik heiß begehrt. Champignons, das war damals Luxus. Und damit bin ich dann tütenweise handeln gegangen und habe gesagt, ich brauche Zement oder Kalk oder Steine oder Fliesen oder irgendwas. Ohne diese zweite Währung war da nichts zu machen. Wenn ich da in der großen Aktentasche auf die Baustoffversorgung kam, wussten die schon, aha, das ist der Mann mit den Champignons. Und sagten dann gleich, was brauchen sie, was möchten sie und so weiter. Haben sie denn auch was mitgebracht? Natürlich, habe ich gesagt, ja. Das ging dann unterhalb der Tür rein und verschwand sofort unter den Schreibtisch. Und ich kriegte mein Material, so wie ich es brauchte. Und auch an Arbeitskräften mangelte es dank der Pilze nie. Der Bau selber, der wurde hier von einer Feierabendbrigade hochgezogen. Nur zum Wochenende wurde da gearbeitet, also Stein auf Stein gesetzt. 120.000 Mark der DDR und so einige Kilogramm Champignons kostete Bedemanns der Bau. Im Spätsommer 1980 stand das Haus. Auch was die Innenausstattung des Hauses betraf, waren die Pilze hilfreich. Ohne Fliesen, das war ganz schlecht. Das war ganz schlecht. Also Fliesen gab es ja damals nur Glasfliesen. Aber Glasfliesen wollte ich nicht. Ich wollte richtige schöne Keramikfliesen haben. Und wiederum mit viel Bestechung, viel Bülzen anliefern und so weiter, bin ich zu meinen Fliesen gekommen. Echte Bolzenburger Keramikfliesen. Seit mehr als 30 Jahren leben Bedemanns nun schon in ihrem Haus und haben den Bau nie bereut. Nur die wenigsten konnten sich aber ein Eigenheim leisten. In der noch jungen DDR herrschte nach dem Krieg große Wohnungsnot. Die meisten Menschen lebten in unsanierten Altbauten ohne Badezimmer. Die Toilette eine halbe Treppe tiefer. So wie Karin Seifert aus Leipzig. Wir hatten in Leipzig eine 2,5-Zimmer-Wohnung. Meine Eltern haben in einem Großbetrieb gearbeitet. Da war die Miete sehr, sehr billig. 23 Mark für den ganzen Monat.
Toilette eine halbe Etage tiefer. Gut, das nützte alles nicht. Waschbecken, Badewanne und sowas zwischen, das gab es nicht. Das konnte sich auch keiner einbauen, weil es absolut nicht gab. Und naja, und wir Kinder, wir sind mit der Waschwanne groß geworden. Wenn ihr im Waschhaus große Wäsche hatte, da blieben die Wannen unten stehen. Heißes Wasser im Kessel nachgemacht, Wannen hingestellt, Wasser drin. Und da sind 4, 5 Kinder alle runter in 3 Wannen. Und da haben wir uns da unten als Kinder gebadet. Das war eben für uns auch ein Erlebnis, war schön. Wohnen im Altbau, das kannte auch Jan Diestel aus Dresden. Er war damals gerade 10. Wir haben sehr großzügig im unsanierten Altbau gewohnt. 170 Quadratmeter für 110,20 Ostmark. Und um die Sanierung an sich oder um die Bewohnbarkeit hat sich wiederum auch mein Vater gekümmert. Der hat dort eine eigene Schwerkraftheizung eingebaut. Das Haus war von außen unsaniert, sah wie die typischen DDR-Häuser aus, brauner, leicht abgefallener Putz teilweise. Wir hatten einen schönen Hinterhof, aber wir hatten keine Autos auf dem Hof. Wir hatten Platz auf der Straße, wir konnten Fußball spielen, wir konnten in Gärten rumtoben. Wer wann eine Wohnung bekam, bestimmte der Staat. Vorrang hatten verheiratete Paare mit Kind. Peter Wagner aus Dresden lebte 4 Jahre mit seiner Familie auf engstem Raum. Gewohnt hatte ich zuerst in einer kleinen Zweizimmerwohnung in einem Vorort von Dresden. Und in diese kleine Zweizimmerwohnung, Küche und Wohnzimmer zusammen 19 Quadratmeter, ist dann mit reingezogen meine Frau. Dann hat man, der Schwiegervater war dann krank, den konnte man nicht wieder in seine Wohnung bei Bautzen zurückschicken. Der ist auch dort mit eingezogen und dann kam nach einem Jahr auch noch unser großer Sohn. Und da haben wir dann zu viert in diesen 19 Quadratmetern gewohnt. Die Mieten waren staatlich festgelegt. Sie lagen im Durchschnitt bei 80 Pfennig pro Quadratmeter. Damit konnte niemand eine Wohnung in Schuss halten. Entsprechend heruntergekommen sahen sie aus. Und oft mussten sich Mieter wie Konrad Keilitz etwas einfallen lassen, um ihre Wohnung überhaupt bewohnbar zu machen. Wir wohnten in der dritten Etage in einem Altbau, der dann so nach und nach freigewohnt wurde. Und mein Sohn war mittlerweile nun auch schon groß genug und da habe ich mit ihm dann über unsere Wohnung Bleche unter die Dachziegel geschoben, damit nicht unsere Wohnung auch noch unbewohnbar wurde, weil die Wohnung über uns und die Wohnung neben uns auch schon unbewohnbar war. Ich habe in Potsdam in einer Dachwohnung gewohnt, wo die Toilette im Vorderhaus war und ich unten Wasser geholt habe und oben im Sommer ich einen Lüfter neben mir haben musste, weil es so heiß war, weil über mir ein Teerdach war. Familie Ramisch hatte im Altbau von Leipzig ein Erlebnis der besonderen Art. Wir waren nicht verheiratet, der Nachwuchs kam aber trotzdem. Und dann auf dem Wohnungsamt bot man uns eine Ausbauwohnung an. Also das war 2,5 Zimmer. Dann fiel Silvester die Küchendecke runter. Der Putz. Und das hat mich dann veranlasst, die Sache zu fotografieren und eine Eingabe beim damaligen Oberbürgermeister hier in Leipzig zu machen. Und dann kam die Sache in Bewegung und wir kriegten eine halbwegs vernünftige Wohnung. Die Wohnungssituation in der DDR gehörte ja zu den großen ungelösten sozialen Problemen. Und Anfang der 70er Jahre ist Erich Honecker nach dem Machtwechsel von Ulbricht auf Honecker mit dem Slogan und dem Versprechen angetreten, dass er das Wohnungsproblem als soziales Problem bis 1990 gelöst haben würde. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, wurde Anfang der 70er Jahre von der Deutschen Bauakademie und der Technischen Universität in Dresden ein modernes Wohnhaus in Plattenbauweise entwickelt. Der WBS 70 entstand. Schon bald nur noch bekannt als die Platte. Zu DDR-Zeiten war es, glaube ich, echt das Streben, in einer Neubauwohnung zu wohnen. Das war, glaube ich, irgendwie das, was jeder machen wollte. Die hatten fließend warmes Wasser aus dem Wasserhahn, nicht Boiler, den man anheizen musste oder so. Die hatten eine Heizung und mussten nicht
Kohle schleppen und den Kohleofen heizen. Was für die Leute im Westen Standort war, das war für uns exquisit. Und wer so eine Wohnung kriegte, der war der King. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt. Allerdings war das Wohnen in der Platte nicht unumstritten. Was für die einen die Erfüllung eines Traumes war, auf den sie lange warten mussten, war für die Bauarbeiter eher Albtraum. Um Gottes Willen, ich habe die Dinger selber mitgebaut. Das hatte so ein bisschen, wir haben immer gesagt, der Arbeiter-Schließfächer waren das. Ne? Ja, das hilft so viele Leute dort auf dem Haufen. Mhm. Und das war ja alles, ne? Und die waren auch hellhörig, die Buden. Ne? Da konnte man ja keiner mal das Radio aufdrehen oder was. Da waren auch Kaufhallen, da gab es genügend Gaststätten. Ein Parkplatz hatten die nicht gedacht. Von wegen mal Bierkasten, da mussten wir lange über die Wiese laufen, ehe man dann an seinem Auto kam, wenn man dort Bier gekauft hatte. Also das war, die Infrastruktur war nicht optimal, aber es war alles möglich. Besser leben, schöner wohnen, war ein Versprechen der Sozialistischen Einheitspartei nach dem Krieg. Bis 1990 sollte jeder Familie eine Neubauwohnung zur Verfügung gestellt werden. Doch Rohstoffknappheit und Versorgungsengpässe brachten den Plan ins Wanken. Das wusste natürlich auch Erich Honecker und inszenierte im Februar 1984 medienwirksam die Übergabe der 2-millionsten Wohnung. Guten Abend, meine Damen und Herren. 2-millionste Wohnung an Berliner Arbeiterfamilie übergeben. Ich freue mich, dass Sie die Einladung zum Kaffeetrinken angenommen haben. Herzlichen Dank. Wenn Sie voll Kaffee haben, hier nach dieser Kundgebung. Ja, ja. Ist das Sven? Ja. Sven. Na, sind wir gut. Ja. Oh, ich möchte Ihnen gleich unsere neue Wohnung zeigen, da wir uns wirklich sehr freuen über diese Wohnung. Ja? Ich bin selbst gespannt. Ja. Das ist unsere Schlafstube. Honeckers Besuch in der Platte, gedacht als Beweis der Stärke des Sozialismus. Vor allen Dingen sollten die materiellen Bedürfnisse der Werktätigen erfüllt werden, um sie politisch ruhig zu stellen und damit die Gesellschaft und den Staat zu stabilisieren. Und den Leuten auch irgendwelche politischen Oppositionsgedanken auszutreiben und sozusagen freiwillig auf ein Stück Freiheit zu verzichten. Unter der Maßgabe, wir sind ja ganz gut ausgestattet und ganz ruhig gestellt. Und manche haben es ja auch so empfunden. Nicht nur Wohnraum war in der DDR knapp, es haperte in allen Bereichen. Mangel herrschte auch bei der Versorgung der Bevölkerung mit Konsumgütern und Waren des täglichen Bedarfs. Konrad Keilitz, damals Elektromeister mit eigener Firma, musste täglich improvisieren, um seinen Kunden etwas anbieten zu können. Wenn eben für irgendwelche Fernseher oder für irgendwelche Radios Spezialersatzteile hier fehlten, da konnten sie in Rostock in ausreichender Menge vielleicht gerade vorhanden sein. Da musste man nur wissen, wo man den Kollegen findet, der ihnen dann aushilft, so auf die Tour. Also die Streuung, die Versorgung ging nicht danach, wie der Bedarf war, sondern wie es geplant war. Denn in der DDR regierte die sozialistische Planwirtschaft. Und die hatte ihre eigenen Regeln. Was mir ein anderer, ein hoher Funktionär, mal gesagt hat, pass mal auf, sagt er. Wenn der große Tisch nicht von der Warndecke abgedeckt werden kann, dann nimmt man die kleine Decke, die wir haben, und verschieben die blitzartig und ganz schnell auf dem Tisch. Da gewinnt es auch den Eindruck, dass der Tisch gedeckt wäre. Und so war's. 1949 wurde in der DDR die sozialistische Planwirtschaft eingeführt. Das hieß, wichtige wirtschaftliche Entscheidungen trafen nicht die Betriebe selbst, sondern das Politbüro und der Ministerrat. Die Mangelwirtschaft in der DDR war natürlich ursächlich durch die Planwirtschaft verursacht. Man kann den Bedarf von Leuten nicht auf Jahre hinaus planen. In der DDR war man aber davon ausgegangen, dass man die Bedürfnisse und den Bedarf der Menschen steuern kann. Und zwar in dem Sinne steuern kann, dass man den Leuten abtrainiert, dass sie die Dinger, die sie schön fanden, nicht kaufen sollten. Familie Wagner aus Dresden ließ sich von dieser Ideologie nicht abschrecken. Anfang der 70er Jahre entdeckten sie in Waren an der Müritz eine für DDR-Verhältnisse exotische Sportart für sich. Das Brettsegeln. Wir sind drauf gekommen, weil unsere Freundin diese ersten Gedanken auch hatte über Surfen. Brettsegeln und hat uns praktisch dazu mitgeworben, komm, wir bauen zusammen ein Brett.
Das aber war leichter gesagt als getan, denn wie ein Surfbrett aussehen musste, wussten Wagners nur aus der Zeitung. Durch die Zeitung Jugend und Sport, da war eine Bauanleitung und die haben die Männer, die waren ja Ingenieure, abkopiert und vergrößert und Maße abgenommen und da ging es los. Es war wie so eine ansteckende Krankheit. Stolz hielten die Wagners den Bau ihres ersten Brettes mit der Schmalfilmkamera fest. Schritt für Schritt dokumentierte er Ende der 70er Jahre, wie das Brett in der heimischen Garage in Dresden Gestalt annahm. Zu dieser Zeit arbeitete der Ingenieur in einer Firma, die viel mit Chemikalien und Klebern zu tun hatte, dem VEB Chemieanlagenbau Dresden. Chemieanlagen, die hatten also die Möglichkeit, an diese Materialien ranzukommen. Glas, Matte, Epoxidharz. Im Betrieb zweigte der Dresdner so einiges ab, wie es damals eben üblich war. In der DDR gab es ja auch den schönen Spruch, das Letzte aus den Betrieben herausholen. Was ja sehr doppeldeutig ist. Also einerseits die Vorgabe, jeder sollte sich in seinem Betrieb und mit seiner Arbeitskraft sozusagen bis aufs Letzte verausgaben und engagieren. Was dann aber von der Bevölkerung oft ins Gegenteil umgedeutet wurde, nämlich dass alles, was nicht nied- und nagelfest war, versucht wurde, aus den Betrieben auch zu klauen und rauszubringen. Ingrid Wagner filmte damals ihren Mann Peter beim Bau. Die Vorlage des Brettes hatte sich Peter von einem Freund ausgeborgt und dafür die stolze Summe von 200 Ostmark bezahlt. Nach 100 Stunden Arbeit war das Brett dann endlich fertig. Doch surfen konnte man damit noch lange nicht. Was fehlte, waren die nötigen Aufbauten. Und es war ja dann nicht nur, dass das Brett gebaut wurde, es musste Mast und Segel hergestellt werden. Ja, und wir haben diese ersten Masten, haben wir uns aus der Tschechei besorgt und haben die dann aufs Auto geladen. Ja, und an der Grenze gab es natürlich dann die Vorgabe, das ist nicht etwas Surfmaterial oder so, sondern das sind Gerüststangen. Wir wollen ja unser Haus reparieren. Auch beim Stoff für Surfsegel ließen sich Wagners etwas einfallen. Segelstoff, da gab es ja auch nicht. Der Segelstoff möchte ja in sich nicht so sehr dehnbar sein. Da haben wir uns Segelstoff auch aus der Tschechei besorgt, ganze Ballen. Und auch entsprechend dann mit dem PKW über die Grenze geschmuggelt. Also es war schlecht für die Familie. Die Möbel wurden ausgeräumt, die Wohnstube, also das Segel ist ja relativ groß. Und dann ging das Wochen oder Monate lang. Die Familie war dann im Ausnahmezustand. Am Ende wurde mit einer Nähmaschine das Segel genäht. Peter Wagner entwickelte sich zu einem wahren Meister der Improvisation. Er war so gut im Segelnähen, dass er bald die Surfszene in der ganzen Republik mit seinen selbstgenähten Segeln versorgte. Dann ging es mit Brett und Segel, Marke Eigenbau, Richtung Norden an den Senftenberger See. Dort wurden die Bretter ausprobiert. Jan Distel trainierten die Wagners jeden Sommer. Allerdings durften die Brettsegler nur auf Binnengewässern oder den Greifswalder Bodden surfen. Die Ostsee war Grenz- und damit Sperrgebiet. Natürlich war die freie Ostsee, die war verboten. Da gab es so Landzungen, die relativ vorstanden. Bis dahin war es möglich und im Inneren, in den Boddengewässern, war es kein Problem. Und man durfte nicht über die Linien hinausfahren. Da ist man auch schon kontrolliert worden und da hat man auch schon hingeschaut. Denn mit etwas Geschick und dem richtigen Wind hätte man ja in den Westen flüchten können. Für Wagners und ihre drei Kinder war das nie ein Thema. Sie machten sich viel mehr Gedanken darüber, wie sie auch bei kaltem Wetter surfen könnten. Man ist gesegelt in Badehose und dann war bekannt, dass man Surfanzüge hat im Westen. Wir hatten eben noch keine und da waren die ersten Surfanzüge Taucheranzüge. Die waren 8 mm dick. Weil es nicht gab, haben wir die auch uns beschafft.
und sind damit gesegelt, aber so richtige Liebe war das nicht. Wagners wollten einen Surfanzug aus dem Westen. Nur, wie kommt man daran? Was half, waren Freunde in der Bundesrepublik, 50 D-Mark und eine skurrile Idee. Es war also bekannt, dass im Westen Betriebe gab, die Neoprenanzüge hergestellt haben, und dort gab es Abfallschnipsel beim Zuschneiden. Und diese Abfallschnipsel haben wir uns besorgt. Besorgen hieß für Wagners, ein Westbekannter schmuggelte im Kofferraum seines Wagens kistenweise Neoprenabfälle über die Grenze nach Dresden. Und hatten dann mit Neoprenkleber die Technologie entwickelt, die auf Stoß zusammenzukleben. Und das musste natürlich so halten, damit man, wenn man dann die Dinger anzieht, dass die Naht nicht aufplatzt. Wenn ich dann meinen Schnipselanzug getragen habe, dann wurde ich etwas komisch beäugt, auf welchem Flohmarkt wir das erstanden hätten. Aber der saß, war dicht und war warm. Ich hatte kein Problem. So schafften es die Wagners mit viel Kreativität und Einfallsreichtum, ihre Surfleidenschaft in der DDR auszuleben. Man hatte das Gefühl, dass man frei ist, nirgendwo eine Wand. Und manchmal war es ja im Leben vorgegeben, aber für uns war es ein Stück selbst geplant und selbst ausgelebte Freiheit. Doch nicht nur Not, auch Mangel macht erfinderisch. Was in der DDR mindestens genauso wichtig war wie Kreativität und Improvisationskunst, waren Beziehungen. Mit Vitamin B ging alles etwas leichter. Man hat Informationen gehabt, man wusste Bescheid. Und wenn man was brauchte, wusste man, wo man hinzugehen hatte. Und das hat funktioniert. Da war eben die Information, in Cottbus gibt es gerade die Fernseher. Und da hat man den Cottbus angerufen. Ich habe ja in Dresden gearbeitet und habe den zurücklegen lassen und habe mir dann sofort vom Chef freigeben lassen, dass ich während der Arbeitszeit nach Cottbus fahren konnte und konnte mir diesen Fernseher holen. Circa 1000 Ostmark, ja, und da war man eben dann versorgt. Verkaufsstellenleiterin Ilona Lischke aus Leipzig kennt das auch. So war das natürlich auch in Gemüsegeschäften. Wenn in der Stadt rund war, dass es Bananen gab, dann wurde natürlich die Arbeit ein bisschen in den Firmen niedergelegt. Denn man musste schnell sein. Und alle rannten natürlich erstmal zu diesem Gemüsegeschäft. Also es konnte dann schon passieren, dass man auf ein Amt kam und da plötzlich niemand mehr saß. Nahezu täglich bildeten sich in den Läden sogenannte sozialistische Wartegemeinschaften. Schlange stehen gehörte zum DDR-Alltag. Beim Fleisch musste man sich vorher anstellen, das kenne ich selber. Der machte um 9 Uhr auf, 7:30 standen die Ersten, damit sie mal eben auch einen Laden erwischten. Oder auch mal einen schönen Schinken, Lachsschinken, gekochten Schinken und nicht bloß immer Blutwurst, Leberwurst und Knackwurst. Es gab ja immer diese Kuba-Orangen, die nicht orange, sondern die grün waren. Und wenn es die gab, die waren ja sehr saftig. Und da konnte man wirklich irgendwie hervorragenden Orangensaft draus pressen. Das, wenn es die gab, bin ich losgeschickt worden und hab mich dann angestellt. Und manchmal war es ja dann eben auch so, wenn man dann rationiert nur was bekommen hat, wenn man eben gesagt hat, du kriegst jetzt nur 1 Kilo oder 2 Kilo oder was weiß ich was, dass man dann die Geschwister mitgenommen hat und dass man sich dann irgendwie doppelt angestellt hat. Spitzensportler wie die spätere Weitsprung-Olympiasiegerin Heike Drechsler hatten es da Mitte der 80er etwas einfacher. Wir waren zum Beispiel im Dezember öfters halt auch in Mexiko im Trainingslager gewesen. Wir waren da eine Mannschaft von 30 Leuten und jeder hatte im Handgepäck bestimmt 5 Kilo Ananas mit nach Hause geschleppt, damit wir die dann zu Weihnachten essen konnten. Einfach nur mal den Geschmack zu haben, wie schmeckt denn jetzt ein richtig ausgereifter Ananas? Und das dann natürlich in der Familie zu genießen, das war schon dann auch was Besonderes, ne? In der DDR waren 2 staatliche Handelsorganisationen zuständig für die Verteilung der Waren. Die HO und der Konsum. Um der Landbevölkerung weiter Einkaufswege zu ersparen, bieten Verkaufszüge in den Dörfern Industriewaren an. Im Prinzip alle Institutionen in der DDR hatten ja ideologische Aufgaben zu erfüllen. Und so kam es auch, dass die Konsumgenossenschaften zwar einerseits natürlich die Versorgung der Landbevölkerung vor allen Dingen verbessern sollten,
Aber sie sollten darüber hinaus natürlich auch für Frieden, Völkerverständigung und Sozialismus kämpfen. Und das sollten sie vor allem dadurch deutlich machen, dass sie zum einen den Menschen, die in den Läden einkauften, durch Losungen, die dort überall anzubringen waren, deutlich machten, dass sie das Angebot der Partei zu verdanken hatten und dass dieses Angebot der Stärkung des Friedens und des Sozialismus dient und dass man dafür bitte schön auch dankbar zu sein hatte. Waren des täglichen Bedarfs sollten für alle Werktätigen erschwinglich sein. Die Preise blieben teils über Jahrzehnte stabil. Zuständig für die Preisbildung war der Staat. Grundnahrungsmittel wie Milch und Brot waren stark subventioniert. Allein die staatliche Stützung für Lebensmittel betrug 1971 5,5 Milliarden Mark der DDR. Brot war billig, Brötchen war billig, das kam mit 5er. Brot fing an mit 52 Pfennig, 78 und 93 Pfennig. Das war ein Pfennigkram, was ihr heute eine Dreier davor oder eine Zweier davor setzen müssen. Ne? Also die Grundnahrungsmittel, die waren dann schon, wo man sich jeder leisten konnte. Also wer wirtschaften konnte, brachte nicht hungern. Also das Notwendigste war immer da. Karin Seifert muss es wissen. Seit 44 Jahren arbeitet die Verkäuferin aus Leipzig in einem Konsum. Unser Beruf war damals zur DDR-Zeit ja, der Top-Beruf. Ja, mir ist mal ein Kunde sehr dumm gekommen. Und naja, jetzt in der Schule besser aufgepasst, hättest du einen besseren Beruf. Ne? Und ich bin dann Nachmittag nach Hause gegangen mit dem Netz und hatte meine Bananen drin. Und er hat mich bloß dumm angeguckt, er hat das nie wieder zu mir gesagt. Einer, der damals studiert hat und im Büro saß, der war nahezu beziehungslos. Ne? Er hat erstmal nicht viel verdient und dann hatte er keine Möglichkeiten, Beziehungen aufzubauen, weil er konnte nie was bieten. Selbst bekannte Schauspieler wie Winfried Glatzeder, bekannt aus dem DDR-Kultfilm Die Legende von Paul und Paula, mussten handeln und tauschen lernen. Meine Möglichkeiten, Tauschobjekte zu haben, die waren ja nur Theaterkarten. Und da musste ich auch ganz höllisch aufpassen, dass ich Komödien nur dem Fleischermeister oder dem Klempnermeister oder dem Tischler anbot, denn wenn ich ihm ein Heiner-Müller-Stück, in dem ich mitgespielt habe, dann hätte der nie wieder mir irgendwas gegeben, weil er sagt, so eine Scheiße, da habe ich mich so gelangweilt. Mitte der 60er öffneten die ersten Delikat- und Feinkostläden. Hier gab es Nahrungs- und Genussmittel aus DDR- und Westproduktion, meist deutlich teurer als in normalen Geschäften. Man sprach davon Uwubu, Ulbrichts Wucherbude, also es war noch zu Ulbrichts Zeiten, dass diese Geschäfte eingerichtet wurden. Die Ideologie bestand darin, dass bestimmte Warengruppen, die als Grundbedürfnisse bezeichnet waren, rubriziert waren, die waren sehr billig und extrem gestützt. Und alles, was dann als Luxus empfunden wurde, muss ich jetzt mal wirklich sagen, empfunden wurde, wurde zu überhöhten Preisen angeboten. Zum Beispiel Trinkfix, erinnere ich mich dran. Das war Kakaopulver, also so wie ja, so ein Instant-Kaba oder Nesquik-Zeug, aber eben Trinkfix hieß das. Und das war verhältnismäßig teuer, aber wir haben uns das doch ab und zu mal geleistet. Vorbereitung auf die Jugendweihe, das hieß auch zu schauen, was kommt auf den Tisch für die Gäste. Und meine Mutter hatte sich dann schon breitschlagen lassen und ist mal ins Delikat gegangen und hat zum Beispiel eine Dose Ananas besorgt oder sie hat mal ein paar Champignons mit dazu gekauft und das war alles sehr teuer. Da kostete eine Dose Ananas schon so gefühlt 10, 12 Mark. Besser hatten es da schon diejenigen, die Verwandtschaft im Westen hatten. Zu Geburtstagen und Weihnachten bekamen die ein Westpaket. Ein Westpaket war immer irgendwie ziemlich cool. Und ich war ja immer als Erster zu Hause von der Schule. Und dann hat man das Paket von der Post abgeholt. Und dann stand es wie ein Thron auf den Küchentisch. Und es musste gewartet werden, bis alle zu Hause waren. Erst dann wurde das aufgemacht. Und meine Tante, die hatte so eine Ruhe und es dauerte sehr lange, bis sie dieses Westpaket dann geöffnet hat. Das dauerte gefühlt eine halbe Stunde, für uns war das eine Ewigkeit, weil wir wollten natürlich wissen, was drin war. Siehe da, es roch nach Waschpulver, nach Seife, nach Kaffee, nach Schokolade. Du hast die aufgemacht und es strömte dir erstmal ein Geruch entgegen, wo du gedacht hast, oh, das ist irgendwie der Geruch der großen, weiten Welt. Rund 25 Millionen Pakete wurden von 1961 bis zum Ende der DDR vom Westen in den Osten geschickt.
Meine Mutter hat dann mal einen Fehler gemacht, indem sie sich beschwert hat, dass da Haferflocken drin waren und dass da Mehl drin war und dass da Zucker drin war. Sagte sie, sowas kriege ich auch hier, sowas brauche ich nicht. Ich möchte hochwertige Sachen haben wie Kaffee und Kakao. Da waren sie dann eingeschnappt, da haben sie dann ein bisschen weniger geschickt. Aber Weihnachten mit Westpaketen war die Krönung natürlich. Ja. Wer keine Westverwandtschaft hatte, aber trotzdem mal Kleidung abseits des DDR-Einerleis tragen wollte, dem blieb nur der Gang in den teuren Exquisit. Doch auch bei der Mode hinkte die DDR westlichen Trends um Jahre hinterher. Ja, das war ja zu DDR-Zeiten ein gewisser Luxus, den man sich auch mal leisten konnte. Ich habe mir zum Beispiel mal in so ein Exquisit, hieß das ja, das, was Klamotten gab und sowas, habe ich mir einen Anorak für 500 Mark mal gekauft. Ja, das war natürlich ja, das, ja, was wollte man sonst mit dem Geld machen? Für junge Leute gab es in Kaufhäusern die sogenannte Jugendmodeabteilung. Diese Jugendmodeabteilungen in unseren Zentrumwarenhäusern wurden einst eingerichtet, damit junge Leute das kaufen können, was modern ist und womit es Spaß macht, sich anzuziehen. Wenn über den Buschfunk, wie es so schön hieß, klar gemacht wurde, du, das gibt heute Jeans, geht hin, stellt euch an, ja, dann hast du eine Stunde gestanden, hast vorne gesehen, wie die Jeansberge immer kleiner wurden und gehofft, wenn du dann an der Reihe warst, dass dann noch in deiner Größe was übrig war. Zudem versuchte die DDR-Textilindustrie Mitte der 80er Jahre mit Chemiefasern wie Dederon oder Wollprühler mehr Farbe und Qualität in die Läden zu bringen. Das war immer das Lustige daran, dass man aus diesen Stoffen eigentlich alles herstellte. Vom Abendkleid über Krawatte und Bikini und Einkaufsbeutel. Man sah also dann auch schon, wenn man irgendwo war, selbst auch im Ausland, welches die DDR-Bürger sind, weil die dann doch alle irgendwo vom Stoff her gleich aussahen. Ihre letzten Hoffnungen setzten viele DDR-Bürger in eine Reise nach Berlin. Denn in Berlin, so die gängige Meinung unter der Bevölkerung, gab es viel mehr als im Rest der Republik. Die SED-Führung hatte schon vor dem Mauerbau beschlossen, dass Berlin zum Schaufenster des Sozialismus und der DDR ausgebaut werden sollte. Gerade auch in der Systemkonkurrenz mit West-Berlin wollte man in der Hauptstadt der DDR, wie sich Berlin ja nennen durfte, ein möglichst attraktives Gesicht des Sozialismus bieten. Ja, Berlin war schon was anderes. Denn wir natürlich jetzt aufgrund unserer Leistung mal eingeladen worden sind zu Staatsempfängen. Was da alles gab, da haben wir große Augen gekriegt und das war halt alles, ne? Und die haben auch meine Mutti, da hat sie auch geschimpft, aber ja, alles geht nach Berlin, ja. Da gab es zum Beispiel Haarmilch in so Dreieckstüten und die gab es dort immer und da gab es Erdnussflips und ich hatte halt auch eine Oma, die in Berlin gewohnt hat. Also sind wir halt auch da öfter mal hingefahren und dann einkaufen gegangen. Obwohl sich die DDR-Führung seit Anfang der 80er Jahre bemühte, das Leben für alle Bevölkerungsgruppen attraktiver zu machen, wurde die Unzufriedenheit unter der Bevölkerung immer größer. Die Arbeiter- und Bauernmacht musste sich was einfallen lassen. Ihr ist es ja niemals gelungen, der westlichen Kultur eine wirkliche Alternative entgegenzusetzen, sondern alles in der DDR starrte permanent in Westen. Die Leute sahen Westfernsehen. Das betraf die Mode, das betraf die Sprache übrigens auch, das betraf die Musik und es betraf auch solche Wellen oder Sportarten wie Breakdance. 1984 schwappte die Breakdance-Welle über den eisernen Vorhang. Der amerikanische Film Beat Street wird in der DDR zum Kultfilm einer ganzen Generation. Stefan und Wolfram aus Greifswald, damals 13, sind fasziniert. Ich denke mal, das war in der ganzen DDR dasselbe Szenario. Da ist man reingegangen, die ersten Beats kamen und alle haben dann so eine Gänsehaut gekriegt. Das war bei dir bestimmt genauso, ne? Also der Beat hat uns einfach mitgerissen und danach waren wir wie geflasht. Bei uns war es halt so, wir sind reingegangen, haben den Film gesehen, sind hinten rausgegangen und vorne wieder reingegangen, um den dann erneut zu sehen. Und das haben viele, viele genauso getan. Eigentlich verfolgte die SED-Führung mit diesem Film ein ganz anderes Ziel. Er sollte die Not und das Elend amerikanischer Jugendlicher zeigen und damit die DDR-Teenies abschrecken.
Doch dieser Plan ging nicht auf. Also das, was in Beat Street gelaufen ist, das war für uns, glaube ich, genau dasselbe. Die haben auch sich nichts kaufen können, haben auch in einem öden Umfeld gelebt. Das ist ja fast vergleichbar gewesen. Und auch die waren ja hochgradig kreativ. Die DDR-Jugendlichen wollten die Tristesse der 80er Jahre durchbrechen. Die Breakdance-Bewegung aus dem Westen kam da gerade recht. Wolfram und Stefan üben 6 Tage die Woche im heimischen Jugendzimmer diesen neuen Tanz. Das war immer Learning by Doing. Beim Popping standen wir halt vorm Spiegel oder abends vor, wenn man keinen Spiegel hatte im Zimmer, hat man halt abends, es wird ja draußen dunkel und dann kann man die Gardine zur Seite ziehen und hat man den herrlichsten Spiegel. Und da hat man halt dieses Popping, also die abgehackten Bewegungen und geguckt, ob die Pops richtig kommen, ob das abgehackt aussieht, auf den Beat kommt. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern, die ich bei mir im Zimmer immer trainiert hatte. Es gab ja damals 2,5 Zimmerwohnungen, die waren ja überall irgendwo gleich. Und das kleinste Zimmer davon, das hatte ich mit meinem Bruder. Und wir hatten ein Bett drin stehen, noch ein Bett. Dann war noch ein schmaler Gang und vor der Tür war eine Fläche von 1 Meter mal 1 Meter. Und da habe ich Kopftraining drauf trainiert auf der Stelle. Und ich habe etliche Male mit dem Fuß an der Türklinke vorbeigeschlittert, habe mal ein paar Bücher mitgerissen. Breakdance stand für Freiheit und Anderssein. Wolfram und Stefan wurden anfangs noch kritisch beäugt. Die Kulturwächter der DDR sahen die sozialistischen Grundwerte bedroht. Schließlich schwappte die Bewegung aus dem Westen rüber. Doch die Szene wurde immer größer. Das große Problem für die Tänzer, wie an die begehrte Hip-Hop-Musik aus dem Westen kommen. Da war Fantasie gefragt. Zu kaufen gab es ja die Platten nicht. Ich habe da eine Geschichte, die mir in meinem Kopf geblieben ist. Und zwar, ich habe im Neubau gewohnt, ganz viele Neubauhäuser drumherum. Und ich habe um mein Fenster drumherum so einen Draht gezogen. Den habe ich dann auch noch erweitert bis zu meinem Rekorder ran. Das haben wir alle gemacht. Ja. Genau, und dann habe ich immer gesessen und versucht, den Dänen oder den Schweden reinzukriegen, weil da immer, weiß ich nicht, donnerstags abends um 22 Uhr dann über 4 Stunden lang dann richtige annehmbare Hip-Hop-Musik kam. Und dann mit Rauschen drin und mit dänischem Text und so. Ne? Aber das war für uns Goldstaub in der Zeit. Und wir mussten aus dem Radio aufnehmen. Dann hat man sich das alles schon zurechtgelegt, abends gewartet und dann gehofft, dass der Empfang gut ist und dann reingelegt. Und dann haben wahrscheinlich in der DDR an ganz vielen Stellen zeitgleich die Kassettenrekorder geklackt und man hat auf Aufnahme gedrückt und dann durfte auch nichts passieren. Genau. Und wenn die Kassette zu Ende war, nach 30 Minuten, hat man möglichst schnell umgedreht. Die Kulturoberen erkannten den vorher verteufelten Breakdance Mitte der 80er Jahre ganz offiziell als akrobatischen Showtanz an. Stefan und seine Kumpels werden als die Zulu Boys regelmäßig für Brigade- und Betriebsfeiern gebucht. Kulturleute, die wurden auf uns aufmerksam, weil wir ja Plätze gesucht haben, wo wir trainieren wollten und konnten. Und da hat man dann natürlich die Orte genutzt, die auch da waren. Und da gehörte eben das Clubhaus der Pinewerf bei uns dazu. Dort sind wir dann hingegangen und die Oberstift, die damals die Kultur geleitet hat in Wolgast, die hat gesagt, pass mal auf, ich besorge euch Auftritte. Und im Gegenzug könnt ihr hier, wie gesagt, immer trainieren, wenn ihr bei uns Auftritte macht. Die Zulu Boys schaffen es sogar bis in die DDR-Jugendsendung 1199. Die faustdicke Überraschung für alle Insider, die Zulu Boys aus Wolgast. Erfrischend lässig und technisch brillant. Was für die Jungs zu DDR-Zeiten allerdings so gut wie unmöglich war, an coole Hip-Hop-Klamotten zu kommen. Und da war sie wieder gefragt, die eigene Kreativität. Eigentlich war es ein Start von lauter Selfmade-Künstlern. Ja. Also jeder hat ja irgendwie versucht, aus Scheiße Gold zu machen, um es auf Deutsch zu sagen. Ne? Die haben Aquarianer haben sich ihre Umweltpumpen gebaut, die Fahrradsportler haben sich Sachen gebastelt und wir haben halt auch geguckt, wo kriegen wir es her? Oder man hat versucht, irgendwie über Westgeld oder über Bekannte, wer Bekannte hatte, sich was schicken zu lassen. Ja, meine damalige Freundin, die hat sich echt tatsächlich die Riesenarbeit gemacht und mir aus abgetragenen, nicht mehr zu gebrauchenden West-Jeans und teilweise auch, ich denke mal, auch Ost-Jeans noch, diese Jacke zusammengeschneidert. Und ich habe sie mal gefragt, was ich denn dafür geben könnte. Und sie sagte, das ist unbezahlbar, die Jacke. Und sie hat da, ich weiß nicht wie lange, aber sehr, sehr lange dran gearbeitet. Und ich fand das total interessant hier, die ganzen kleinen Details, wie sie das so gemacht hat. Ist wirklich witzig. Ich kann ja mal kurz anziehen. Ich habe die auch geliebt, die Jacke, weil die hat natürlich besonders viel Individualität ausgestrahlt. Ne? Da war was Besonderes. Ich war damals schmaler.
Ne, man war halt erfinderisch. So tanzten Stefan und Wolfram 1983. Und so tanzen sie heute, 30 Jahre später, und machen dabei immer noch eine gute Figur. Schön. Aber noch vorsichtig, ne? Ja. Schön. Also, wir können es noch. Mit der Wende 1989 brach die Breakdance-Kultur in der DDR zusammen. Was bis heute hält, ist die Freundschaft zwischen Wolfram und Stefan. Wir haben Häuser nebeneinander gebaut und genau. Ja, das ist schon ziemlich. Wir haben gegenseitig unser Leben beeinflusst. Ne? Auch Hip-Hop hat uns zusammengebracht und hält uns immer noch zusammen. Ja, das begleitet uns jetzt schon 20 Jahre, kann man so sagen. Genau. Eigentlich länger als zu DDR-Zeiten, aber die Wurzel liegt halt dort. Ne? Die DDR. Für Millionen Deutsche ist sie Vergangenheit. Es gab Misswirtschaft, Unrecht, Willkür und Zwang. Aber für viele Menschen gab es auch die kleinen Nischen für Freundschaften, Geborgenheit und Glück. Ich hatte zumindest nichts auszusetzen in meiner Kindheit. Ich hatte eine tolle Kindheit. Es war für mich mehr Sicherheit da. Ich habe eben gewusst, du gehst aus der Schule, du gehst in die Lehre, du machst deine Lehre und dann gehst du arbeiten. Wenn du Glück hast, findest du einen richtigen Partner, heiratest, Familie, eine Wohnung werden wir auch noch kriegen. Da gab es keine Lücken, dass man sagt, du bist erst mal 2 Jahre arbeitslos oder so und dann musst du sehen, wie du kommst. Das war also immer gesichert. Diese Sicherheit war immer da. Das war also normal. Es war ein Willkürstaat, muss man ganz klar sagen. Und wenn den Herrschenden oder auch den kleinen Herrschenden, wenn denen irgendwas nicht gepasst hat, dann haben die ihre Macht schon ausgeübt. Ja? Der Mensch ist eben so gestrickt, dass er sich die schönen Sachen merkt und die negativen Sachen vergisst. Ich versuche heute den Leuten auch immer noch zu erzählen, dass wir im Osten damals eben nicht den ganzen Tag in grauen Gewändern rumgerannt sind und keine Witze erzählen durften und keine Party gehabt haben und traurig waren und geweint haben. Nee, wir hatten eine gute Zeit. Natürlich gab es viele Sachen, die nicht gut waren. Und damit möchte ich nichts relativieren. Ja.